Dies ist mein Ankermesser. Ich halte es für ein nützliches Werkzeug und nehme es fast überall mit hin. Und in diesem Video möchte ich es euch näher vorstellen. Es heißt natürlich Ankermesser, weil in dem Holzgriff ein kleiner Anker aus Messing eingelegt ist. Dieser Anker weist auf den maritimen Ursprung des Messers hin. Es wurde vor über 150 Jahren für britische Matrosen entwickelt. Die Klinge hat eine ganz besondere Form. Sie hat eine gerade Schneide und einen bauchigen Rücken. Und weil diese Form an einen Schafshus erinnert, nennt man solche Klingen auch Schafshusklingen. Wer schon einmal schorne Schaf gesehen hat, kann sich das in etwa vorstellen. Man hat sich aus zwei Gründen für dieses Design entschieden. Einmal kann man damit auf besondere Weise Seile schneiden. Wie das genau funktioniert, werde ich später zeigen. Der zweite Grund ist das Fehlen einer gefährlichen Messerspitze. Man kann sich auf einem schwankenden Schiff nicht so leicht selbst verletzen. Und nicht nur das, den damaligen Matrosen sollte kein Werkzeug in die Hand gegeben werden, mit dem sie sich gegenseitig wehtun konnten. Bevor ich nun erzähle, was für ein tolles Messer das Ankermesser doch ist, zeige ich zuerst drei Dinge, für die es sich nicht wirklich eignet. Erstens, mit dem Ankermesser kann man, wie eben erwähnt, mangels einer ordentlichen Spitze schwerlich irgendwo hineinstechen. Es ist auch gefährlich, bei einem solchen Versuch kann die Klinge leicht einklappen und die Hand verletzen. Zweitens, es ist mühsam, mit dem Ankermesser etwas von einer ebenen Oberfläche zu kratzen. Man kommt mit der Schneide einfach nicht nah genug an die Fläche. Drittens, der in meinen Augen größte Nachteil. Das Ankermesser ist kein guter Ersatz für ein Besteckmesser. Natürlich kann man damit sein Schnitzel schneiden oder den Käse würfeln, aber dabei wird die Klingenspitze immer über den Teller oder das Schneidbrett gezogen und nutzt dabei übermäßig ab. Und möchte wer sich eine Schnitte mit Butter schmieren, so muss er die Klinge herumdrehen, sonst zerreißt die Messerspitze das Brot. Da ist ein Opinel zugegeben im Vorteil. Und nun zu den vielen Gründen, warum ich mein Ankermesser so mag. Es ist ein vorzügliches Arbeitsmesser, welches mir den Alltag erleichtert. Es hilft mir, Verpackungen und Kartons zu öffnen. Die gerade Schneide lässt sich wie ein Cutter leicht und ohne Kraftaufwand führen. Die Klinge eignet sich optimal, um auf einer Unterlage an einem Lineal entlang zu schneiden. Anspruchsvolle Werkstoffe wie Leder oder Gummi werden sehr sauber zerteilt. Mit dem Zeigefinger kann man hierbei zusätzlich Druck auf die Klinge ausüben. In der Apfelschälstellung liegt das Ankermesser perfekt in der Hand. So kann man nicht nur Äpfel und andere Viktualien von der Schale befreien, sondern zum Beispiel auch Kabel abisolieren, Buntstifte anspitzen oder mit freier Hand Stöcke ablängen. Überhaupt kann man damit Holz sehr gut bearbeiten. Da die gerade Schneide etwas nach vorne geneigt ist, rutscht man beim Schnitzen nicht zur Spitze hin ab. Zudem ist die Spitze geformt wie bei einem Kerbschnitzmesser. Man kann also sehr präzise in Holzflächen hineinschneiden. Auch bei Gartenarbeiten macht das Ankermesser eine gute Figur. Die Qualität des Ankermessers erweist sich als besorgniserregend. Ich habe kein Problem, damit eine Konservendose zu öffnen. Diese Prozedur würde ich meinem Lajol ersparen. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Jetzt demonstriere ich wie angekündigt eine ursprüngliche Anwendung des Ankermessers, nämlich das saubere Zertrennen eines Seils. Im englischen Sprachraum bezeichnet man das Ankermesser deshalb manchmal auch als Rope Knife. Das Seil wird also auf eine geeignete Unterlage gelegt und die Klinge draufgesetzt. Nun schlägt man kräftig auf den Klingenrücken, zum Beispiel mit einem Belegnagel oder einem Stück Holz. Das Ergebnis ist ein glatter, fransenfreier Schnitt. Man muss mit dem Ankermesser auch nicht unbedingt schneiden, um Gefallen an ihm zu finden. Mit seinen Griffschalen aus Holz ist es auch ein angenehmer Handschmeichler. Das Ankermesser ist nicht das einzige mit einer Schafsfußklinge. Dies hier sind zwei Arbeitsmesser, die ebenfalls diese Klingenform haben. Lediglich der Anker fehlt. Dieses kleine Messer benutzen Gärtner, um Pflanzen zu veredeln. Um einen besonders glatten Schnitt zu erzeugen, ist es nur von einer Seite angeschliffen. Manchmal legt auch ein Hersteller ein klassisches Messer in einer Version mit Schafsfußklinge auf. Dies ist zum Beispiel ein französisches Duk-Duk in dieser seltenen Variante. Dieses alte Seglermesser mit Mahlspieker hat übrigens keine Schafsfußklinge. Die Schneide ist zwar gerade, aber der Rücken nicht so bauchig. Außerdem ist sie etwas spitzer. Diese Klingenform nennt sich Wharncliffe. Das Design des Ankermessers ist übrigens nicht geschützt, jeder darf es herstellen. Allein aus Solingen gibt es mit Lütters, Ottermesser, Klaas und Linder aktuell mindestens 4 Anbieter. Aber auch in Frankreich, Spanien und Italien wird es produziert. In Frankreich nennt man es auch Le Landon. Das Messer gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Klinge gibt es oft wahlweise rostfrei oder aus Carbonstahl. Einige Hersteller statten es mit einer Fangriemenöse oder einer Bohrung am Griffende aus. Bei billigen Messern wie diesem ist manchmal der Anker einfach nur aufgeklebt. Zum Schluss noch ein Wort zur Schärfe. Einfache Aufgaben wie Papier zerteilen sind kein Problem.
Es darf aber auch ein bisschen mehr sein. Das ist natürlich nur Show, aber vielleicht konnte ich euch zeigen, was für ein hilfreicher Gegenstand dieses kleine Messer ist. Tschüss und passt auf eure Finger auf.